Und woher haben Sie das Geld? Ja, dann nehmen wir neue Kredite auf. So, und wenn Sie jetzt diesen Aspekt nehmen und machen das als freier Unternehmer, dann machen Sie sich des Kreditbetrugs schuldig und Sie landen wahrscheinlich in einer Sicherheitsverwahrung, um es also auszudrücken. Auf der anderen Seite heißt das aber, dass selbst die BRD oder diese Finanzagentur ja schon mit Klagen zu rechnen hatte. Die sind ja gelaufen. Nur die Gerichtsbarkeit hat gesagt, Unternehmen des Bundes unterliegen nicht dem Insolvenzgesetz. Und das heißt, die Herrschaften können Schulden machen ohne Ende und die Steuergelder des deutschen Bürgers marschieren dort hinein, wobei das auch wiederum ein Thema ist, das Sie gerade ansprachen. Normalerweise sind wir gar nicht verpflichtet, Steuern zu zahlen. Das hängt aber, dann ist wieder ein anderes Thema, Wegen der Artikel 19 Nichtigkeit des Grundgesetz. Steuergesetzes, die Das Zitiergebot, Zitiergebot, ja. ganz genau. Okay, aber da kommen Sie auch nicht mit durch. Ich meine, einige von uns haben das ja probiert, man kann es im Finanzamt sagen, aber die kommt trotzdem dann irgendwann der Zwangsmaßnahmen. Was haben wir denn Ja. für Möglichkeiten? Oder kann man das durchboxen und sagen, ich weigere mich jetzt einfach? Also wenn Sie sich weigern, geschieht einfach in vielen Fällen Folgendes. Man muss sich also dessen bewusst sein, was hier eigentlich abläuft im Lande. Sie haben gerade ein gutes Beispiel angeschnitten, Zwangsmaßnahmen. Wenn Sie nicht zahlen und nicht zahlen können, wird man Ihnen den Gerichtsvollzieher schicken. Der Gerichtsvollzieher holt irgendwann die Polizei dazu, kommt im Haftbefehl und zwingt Sie dann entweder zu zahlen oder ein e.V., eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Aber wenn Sie die eidesstattliche Versicherung nicht abgeben, werden Sie zwangsläufig inhaftiert. Wenn Sie, jetzt kommen wir zu einem wesentlichen Punkt, einmal die Bundesrepublik Deutschland nehmen, die ja von sich behauptet, wir sind ein Staat. Und wir unterliegen auch den völkerrechtlichen Bestimmungen, Artikel 35 Grundgesetz. Dazu bekennt man sich, nur sie werden nicht eingehalten. Die Menschenrechtskonvention sagt aus, dass niemand wegen Schulden in Haft genommen werden darf. Das kann man nachlesen. Das interessiert aber nicht die Bundesrepublik. Und das heißt, Sie haben nur zwei Möglichkeiten. Sie zahlen, beugen sich natürlich diesem massiven Druck, dieser Macht, oder Sie begehren dagegen auf. Und ich befürchte, dass etwas, was wir eigentlich alle verhindern wollen, irgendwann eintreten wird, dass es wahrscheinlich zu einem Bürgeraufstand kommen wird. Denn schauen Sie sich bitte mal den Sozialstatus an, den wir in unserem Lande haben. Ich habe den Eindruck, wir stehen wirklich kurz vor einer Explosion. Der ZDS ist bemüht, das zu verhindern. Wir wirken auch, soweit wir die Möglichkeit haben, darauf ein. Aber ich denke, irgendwann werden da Worte nicht mehr ausreichen. Und das müssen deutsche Politiker eigentlich irgendwann mal erfahren und verstehen. Eigentlich wissen Sie es ja. Also es gibt ja ich glaube, die Polizei ist darauf vorbereitet auf bürgerkriegsähnliche Zustände. Es gibt eine Karte, wo die Brennpunkte sozusagen eingezeichnet sind. Die hat ja jemand veröffentlicht in einem Buch. Das heißt, Sie wissen im Grunde genau, dass das irgendwann kommt und bereiten sich darauf vor. Aber gut, was nützt uns das jetzt alles? Also gut, Ihr Verein versucht das eben noch ein bisschen zu regulieren, bräuchte aber mehr Stimmen sozusagen oder Wir brauchen die Stimmen, die uns unterstützen. Das heißt, die unsere Arbeit unterstützen. Wir sind auch gemeinnützig tätig, als solche auch anerkannt. Je mehr Stimmen wir haben, das heißt, jede einzelne Stimme, die uns diesen Auftrag gibt, bringt uns unserem Ziel näher. Und ich denke, es ist ein gerechtfertigtes Ziel. Es gibt so viele Unstimmigkeiten in unserem Land. Wir könnten tagelang darüber diskutieren. Es würde auch sicherlich den Rahmen dieses Interviews sprengen. Doch muss hier ganz eindeutig und klar gesagt werden, wir haben keine Verfassung. Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat. Denn ein Staat muss ein Staatsvolk haben. Das sind drei Kriterien. Er muss ein eigenes Territorium haben und er muss eine eigene Verfassung haben. Davon trifft nichts zu. Denn ich frage mich, vielleicht mal etwas ketzerischerweise, nochmal zitiert, Artikel 4 Absatz 1 Einigungsvertrag. Wenn das deutsche Volk sich Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt das Grundgesetz gegeben hat und man behauptet, das sei die Verfassung, dann meine ich, hat irgendjemand die Idee gehabt, diese Pseudo-Verfassung, dieses Grundgesetz zu einer Art Prostitution zu zwingen. Denn der Bundestag steigt ja jeden Tag darüber hinweg und sagt, wir müssen mal wieder das Grundgesetz ändern. Und eine Verfassung lässt sich ohne zwei Drittel oder drei Viertel Mehrheit eines Volkes niemals ändern. Und das ist der feine Unterschied. Nehmen wir mal, ich meine, wir reden jetzt über das Große, aber es gibt ja auch ganz einzelne Fälle ständig, wo Leute mit dem, sag ich mal, mit dem Gesetz der BRD in Konflikt kommen. Nehmen wir einen Autofahrer, der jetzt
zu schnell gefahren ist, Ordnungswidrigkeit. Wenn er jetzt sagt, Entschuldigung, liebe Leute, bezahle ich nicht, Ordnungswidrigkeiten, Gesetz gültet nicht. Nützt ihm das was? Würden Sie das sagen, so sollte man versuchen, die Dinge rauszuschieben oder sollte man, ist es sinnvoller, klein beizugeben oder ordnen wir uns damit freiwillig unter, wenn wir sagen, wir bezahlen das dann? Also es ist ein sehr komplexes Thema. Das Ordnungswidrigkeitengesetz ist eben nichtig nach dem zweiten Bereinigungsgesetz, das ist richtig. Ich hatte auch vor einiger kurzen Zeit die Diskussion mit jemandem genau über dieses Thema. Es fährt jemand bei Rot in die Kreuzung und verletzt einen Menschen. Gut. Dann könnte er sagen, oh, Weg gibt es nicht mehr, habe ich nichts mit zu tun, das geht nicht. Die gesellschaftliche Formatierung eines Zusammenlebens hat etwas mit Rücksicht, mit Rücksichtnahme und auf, mit gegenseitigem Aufeinanderzugehen zu tun. Da kann ich mich nicht verhalten wie zur Steinzeit oder im Mittelalter, drauf mit der Keule, alles andere interessiert mich nicht. Das Problem liegt in einem anderen Bereich. Ich sprach vorhin die nicht gesetzlichen Richter an. Ich habe erlebt, das war ein Richter vom Landgericht Dortmund in einem Zivilgerichtsverfahren, der gesagt hat, ich habe mit der Exekutivabhängigkeit nichts zu tun. Ich bin Richter in einem Zivilverfahren. Das trifft nur auf die Kollegen im Strafrecht zu. Das ist Unsinn. Der hat nicht verstanden oder ist bewusst hinausgezögert, indem er auch noch bestätigte, seit 1949 haben wir die Exekutivabhängigkeit. Es war immer eine öffentliche Verhandlung, diese Äußerung, die dort stand. Er hatte eins vergessen zu sehen. Die Exekutive hat mit Strafrecht überhaupt nichts zu tun. Die Exekutive ist der Bund, die Länder, die Gemeinden, das sind die Exekutiven, die bestimmen und sonst niemand. Und die bezahlen die Richter, die befördern die Richter. Nehmen Sie den derzeitigen Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm. Ein Mann, der eine seltsame Rechtsauffassung hat, den auch nicht interessiert, dass die ZBO nichtig ist. Dieser Mann war vorher Ministerialdirigent in der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Das heißt politisch tätig. Was haben Richter mit Politik zu tun? Sollten sie nicht tun. Und das sind einfach Dinge, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Ich meine aber, wenn jemand eine Straftat begeht und handelt gegen die Würde der menschlichen Gemeinschaft, des menschlichen Zusammenlebens, dann muss man habhaft oder diesen Menschen habhaft werden. Und wenn er dann von einem Gericht verurteilt wird und dieses Gericht spricht ein Strafmaß aus, dass im Grunde genommen dem, wenn es nach dem alten zutreffenden deutschen Recht auch angewandt worden wäre, dann muss man das als solches akzeptieren. Okay, aber es gibt ja, sage ich mal, wenn man jetzt keine Rechtssicherheit hat, gibt es Leute, die sagen, sie stellen sich unter Selbstverwaltung, das ist nach UN-Resolution. Das bedeutet im Grunde, dass man selbstverantwortlich handelt. Also ich sage mal, bei Rot über die Kreuzung zu fahren, ist kein selbstverantwortliches, eigenverantwortliches Handeln, das kann keiner verantworten. Oder besoffen zu fahren und dann zu sagen, ja, interessiert mich nicht. Aber ich sage mal, jetzt 10 Kilometer schneller zu fahren und dann geblitzt zu werden, ist ja etwas, wo ich sagen würde, könnte man als eigenverantwortlicher Mensch in manchen Situationen vielleicht durchaus machen. Kann man da unterscheiden oder muss man ich das denke, man kann da unterscheiden. Wenn es um Belange geht, Geld zu schaffen für die BRD. Sie hat ja nun einen notorischen Geldmangel und leidet darunter. Und man kauft für Tausende, zigtausende von Euro teure Instrumente, um damit wieder Geld zu machen. Und es passiert einfach halt mal. Wem ist das nicht passiert, dass einmal 5 oder 10 km/h zu schnell ist oder meinetwegen auch 15? Ja. Dann ist das passiert. Wenn er sich dann zur Wehr setzt, ist die Frage, ob man da eine Verhältnismäßigkeit auffinden kann, die dann sagt, nee, also hier dann nicht mehr. Also man muss da schon, denke ich, den Umstand wahren, um was geht es da tatsächlich? Welche Wichtigkeit, welche Bedeutung hat er? Grundsätzlich muss man natürlich sagen, ist das Ordnungsfähigkeitengesetz nicht in der Welt. Das ist nun mal Fakt. Wenn Sie das einem Polizisten erzählen, der Sie anhält, wie sind dann Ihre Chancen, dass er sagt, okay, Sie haben recht, ich lasse Sie weiterfahren oder dass Sie das volle Programm kriegen? Soweit mir bekannt ist, sind ungefähr 50